Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Disneyland Adventures. Ja, es geht weiter. Unser Abenteuer hier im Disneyland Anaheim kann weitergehen. Wir haben das letzte Mal die Mission des verrückten Hutmachers abgeschlossen und machen jetzt die Mission von Cinderella und müssen Garn und irgendwas noch finden. Das stand eben noch da. Ich muss doch in die andere Richtung laufen. Ach, da rein. Hä? Mach es einfach so. Abracadabra, simsalabim. Sieh dir das an. Genau wie Niki als Zauberlehrling. Ohne Besen. Lass uns noch mehr Sachen zum Verzaubern finden. So, ich hatte jetzt kurz ein paar Probleme. Das habe ich jetzt kurz rausgeschnitten, weil ich die Einstellung nicht gefunden habe. Aber es ging dann doch. Also, einmal haben wir es gefunden. Nadelzwirn. Jetzt laufen wir weiter. Hier. Dreh dich doch mal um. Nee? Ist das nicht herrlich? Ich glaube, sogar Anastasia und Drisella würden hier lächeln. Da. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Dreh dich doch mal um. Das mit dem Zaubern habe ich noch nicht so drauf. Okay, also das ist mit dem Zauberstab, das ist noch ein bisschen schwierig für mich. So, da ist Cinderella, aber wir müssen erstmal hier vorbeilaufen. Ich muss alles wieder reinkommen, sind schon wieder. Er kann nicht nur fliegen, sondern auch schreiben. Ein paar Wochen vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. So. Dann haben wir das und auf zu Cinderella. Ich grüße dich. So, wir müssen unser Outfit da mal wechseln. Haben wir noch das Buzz Lightyear Outfit auch an. So, hallo Cinderella, da bin ich wieder. Perfekt, das Tüpfelchen auf dem I. Vielleicht können wir gemeinsam zum Ball gehen. Oh, und wenn du noch mehr Zwirn finden solltest, bringe ihn bitte zu mir. Wir können ihn gut gebrauchen. Abenteuer abgehört, ein Kleid für den Ball. Wo ist jetzt mein Kleid? Kann man interagieren noch ein bisschen Wie mit ihr? Wunderbar. Okay. Ein kleines Tänzchen mit Cinderella. Sehr schön. Was haben wir noch? Ah, ein Autogramm in deinem Buch? Aber natürlich. Ist das gut so? Ich vermisse Disneyland. Und noch eine Umarmung und dann haben wir alles durch bei Cinderella. Alles ich werde einmal dich gesehen. Nie vergessen. Oh. Guck mal, die anderen stehen schon Uns an. Uns ist jede Art von Zwirn recht. Wir brauchen viel für die Sachen, die wir anfertigen wollen. Okay, was ist unsere nächste Mission? Haben wir eine? Haben wir keine? Es glitzert nichts am Boden. Doch, es glitzert was. Und dann folgen wir dem Schweif mal. Oh, cool! Peter Pan's Flight! Oh Gott, Peter Pan's Flight. Ich bin Peter Pan. Und wie heißt du, kleines Fräulein? Hey, du hast das Zeug zum verwunschenen Kind. Komm zu mir nach Nimmerland und wir sehen, wie du dich machst. Komm, das wird der reinste Spaß. Ein verlorener Junge werden. Okay. Kriegen wir ein Autogramm von dir? Ich unterschreibe gern mit meinem Namen. Hier sind einige Ergebnisse aus dem Web. Jetzt geht mein Handy an. Google Assistance, warum auch immer. So, dann... Bis dann! Komm bald nach Nimmerland! Muss ich jetzt Peter Pans Flight fahren? Lerne auf der Peter Pan zu fliegen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. So, jetzt lädt es wieder. Ich glaube, den Ladescreen. Das dauert immer so lange. Wir müssen auf jeden Fall noch ein neues Outfit suchen. Da gehen wir gleich mal in die Shops nach Peter Pan's Flight. Und ja,
Jetzt komm schon, du kannst fliegen. Verwende dazu, ja. Kriegen wir schon hin. Genau, wir brauchen ein neues Outfit. Was leider gefällt mir nicht mehr. Ja, schnell, komm! Hook hat ein verwunschenes Kind entführt. Wir müssen es retten. Du weißt doch noch, wie man fliegt, oder? Nicht? Oh, na klar! Naseweis kannst dir zeigen. Es ist ganz leicht. Mach's wie Naseweis und du hast mich im Nu eingeholt. Dann bis später. Es geht los! Naseweis, Tinkerbell. Würde ich auch gern können. Ganz schön ruckig. Nicht gegen die Laternen fliegen. Durch London fliegen. Oh Gott, es wird mir schwindelig. Wird schon in dem Land? Nein. Kurzflug. Oh Gott. Ich kann. Oh. Ups. Ich kann nicht so gut. Oh. Ups. Alla. Ah. So. Hoch. Ist gar nicht so einfach zu fliegen. Findet ihr eigentlich den Film Peter Pan? Also, er gehört nicht zu meinen Lieblingsfilmen, aber ich mag die Figur Tinkerbell ganz gerne. Also Tinkerbell mag ich ganz gern, Peter Pan ist nicht mein absoluter Lieblingsfilm. Aber dafür mag ich die Attraktion sehr gerne. Also die Attraktion im Disneyland Paris ist sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, wie es in anderen Parks ist, aber in Disneyland Paris auch eine sehr beliebte Attraktion. Das heißt, sehr lange Wartezeiten, deswegen empfehle ich da eigentlich immer den Fastpass sich zu holen, wenn man die Fastpass-Option dann wieder hat. Genau. Aber es ist eine sehr nette Familienattraktion. Jetzt bin ich mal hier in den Turm geflogen. Gott, ich hoffe, das eine Spiel reicht, um fliegen zu lernen. Aber Peter Pan hat ja nur gesagt, wir sollen fliegen lernen. Ups, nicht nachmachen. Oh, Big Ben. Toll. Ich liebe London. Also London ist eine meiner liebsten Großstädte hier in Europa. Kann ich noch was machen? Nee. Paris geht so. Also als Stadt finde ich Paris, finde ich London schöner als Paris. Ich habe auch ein Jahr in London gewohnt. Für die. Hey, wo warst du so lange? Ich mache nur Spaß. Los, ich weiß, wo wir Captain Hook finden. Auf nach Nimmerland. Der erste Stern rechts und dann immer der Nase nach. Alles klar. Genau, also ich habe hier ein Jahr in London gewohnt und deswegen mag ich London sehr gerne. So.
Da wir jetzt fliegen gelernt haben, denke ich mal, das reicht schon als Mission aus. Mal gucken. Ansonsten muss ich nochmal rein in Peter Pan's Flight, aber wir mussten ja nur fliegen lernen. So, ich habe euch den Ladescreen jetzt rausgeschnitten, weil das echt lange geladen hat jetzt. Können wir das jetzt lernen? Oh, gib nicht auf. Ich weiß, dass du das kannst. Muss ich jetzt weiter in die Attraktion? Bis dann. Komm bald nach Nimmerland. Hallo, du da. Schau mal, bitte. Ja. Okay, also nochmal in die Attraktion und zum nächsten Spiel. Ich werde euch die Ladesequenzen jetzt alle rausschneiden. So, Battle with Jolly Roger. Da ist Hooks Schiff. Mir nach. Los, verstecken. Hier oben sehen sie uns nicht. Zum letzten Mal, Junge. Wo ist es? Wo ist Peter Pans Versteck? Ha, ich verrate dir gar nicht. Ach, wirklich? Das siehst du anders, wenn ich dich erst über die Planke schicke. Aber das wollen wir doch wohl nicht. Schnell, Dicky hat Ärger. Mir nach. Peter, ich wusste, dass du kommst. Peter Pan, wie aufmerksam. Halt du die Piraten auf Trab und ich befreie Dicky. Okay. Sie euch. Was muss ich jetzt machen? Holt sie vom Himmel, Männer! Schnappt sie euch! Ach so, ich muss sie... Wollt ihr sie erwählen? Zielen, ihr Dummköpfe! Und treffen! Schnappt sie euch! Oh! Ihr seid eine Schande für die Piraten! Das ist witzig. Aber gar nicht so einfach! Lasst sie nicht entkommen! Ich war schon immer schlecht im Tischtennis und Tennis. Holt sie vom Himmel! Ich kann so kleine Bälle ganz schlecht. Noch einer, komm! Mensch. So, jetzt. Ich sag dir, ich bin... Was Tennis angeht. So, jetzt. Also Tischtennis und Tennis. Tischtennis ging noch, aber Tennis... Da war mir der Schläger zu groß für den kleinen Ball. Das war nicht so mein Ding. Jetzt wird nicht geschlagen. Oh nein, ouch. Holt sie runter. Keine Müdigkeit, Vorschützen. Kann ich die Kanone nicht zurückwerfen? Anscheinend nicht. Halt sie nicht an. Tut irgendwas. So. Halt sie nicht an. Noch einer. Ups. Jetzt zwei sind's noch. Einer noch. Sehr gut. Oh! Da kommen immer noch welche. So. Hilfe, Peter! Hilfe! Das ist ein witziges Spiel, das gefällt mir. Holt sie runter! Wollt ihr sie verfehlen? Zielen, ihr Dummköpfe! Und treffen! Holt sie runter! Ich muss hier irgendwie raus! Ah! Muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Holt sie runter! So. Lief doch ganz gut. Wir brauchen Hilfe! Naseweiß, hol die verwunschenen Kinder! Komm, ich hab einen Plan! Mir nach! Ich habe keinen Mickey gefunden. Ganz schlecht. Also mit den Hidden Mickeys, das habe ich nicht so. Die hole ich vielleicht irgendwann mal nach auf Cam. So.
Okay, durchspringen mit Lärm bewegst du dich nach oben, alles klar. Bereit? Legen wir los! Oh Gott. Schon wieder genau fliegen. So, denk immer glückliche Gedanken. Oh! Aufgehen. Denk einfach seitlich, dann klappt das. So lebt man in Nimmerland. Man geht niemals auf. Halt dich lieber auf der windabgewandten Seite. Ganz schön schwierig. Mehr Mädchen, voraus! Hallo, meine Damen. Hey, die ist aber schnell, Peter. Aha. Hallo. Und jetzt? Nix. Okay. Aber noch Hallo gesagt. Hier in Nimmerland geben wir niemals auf. Ich sag ja, dieses Steuern. Keine Angst. Der Schädelfelsen sieht gruselig aus, ist aber nur ein Felsen. Lieber die Quest mit Cinderella weitergemacht. Bist schon mal geflogen. Oh! Jetzt fliegen wir mal so richtig. Immer weiter rundherum. Na also. So. Das war auch keine gute Runde. Bisher. Manchmal kann man die Piraten noch auf der anderen Inselseite schleichen. Ich hab doch gesagt, dass der Schädelfelsen nicht gruselig ist. Und jetzt testen wir mal deine Flugkünste. Die sind nicht besonders gut. Pass auf, gleich wird's nass. Docken! STRG? Oh Gott. Du, etwas Wasser tut niemandem weh. Oh, ein Mickey, Mensch. Nimmerland ist nie langweilig. Kommen sie auch noch von der Decke. Hörst du dieses Tippen? Das ist das Krokodil. Komm! Kanonenfeuer ist nichts als Lärm. Naja, Lärm und Kanonenkugeln. Also ich sag, das ist echt anspruchsvoll. Du bist ein gutes, verwunschenes Kind. Das war auch nicht so besonders toll. 4 von 5 Sternen. Und nur ein Hidden Mickey. So, und jetzt kommen wir zum Finale mit Captain Hook. Diesmal hab ich dich. Halt! Du bist nicht Peter Pan! Ja, vorwärts! Hol ihn dir! Onger! Streng dich doch ein wenig an! Muss ich jetzt gegen Captain Hook kämpfen? Meine Taste festgelegt. Nein, meine Taste. Stopp. Jetzt eingeklemmt. So, jetzt. Was muss ich machen? Hey! Zerknitter mir den Mantel nicht. Aha! Das wirst du mir büßen. Okay, fast wäre ich gestürzt. Sind das links meine Herzen oder seine? Ich hoffe, sein. Wie stutze ich mir schon zurecht? Ist ganz schön schwer. Vorsicht! Ah, ist das alles, was du drauf hast? Oh! Au! Ich glaube, Captain Hook ist sauer. So kämpft ein richtiger Pirat. Das kann. Okay, die ganze Zeit. Da kommt Hook! Wenn jetzt links noch seine Herzen sind. Tiefer Hieb ist hier nicht lieb. Das kitzelt nur. Tiefschlag. Das
Vorsicht! Der alte Stockfisch greift gleich an! Was geht es? Wie gefällt dir das? Das ist mir ein bisschen langwierig hier. Lass das! Oh nee! Fast wäre ich gestürzt! Da kommt er! Ich will auch immer noch shoppen. Mach hin. Oh, jetzt hört man. Oh, jetzt geht's aber rund hier. Wie stutze ich mir schon zurecht? Komm schon, Hook. Wo sollen jetzt hier hinten Mickey sein? Jetzt ziehe ich irgendwie gar keine Herzen ab. Ich drück die ganze Zeit, aber irgendwie passiert hier nichts. Herzen. Gibt's mal Geld? Aber man hat schon Abwechslung bei Peter Pan's Flight. Man muss nicht mit Piraten kämpfen, man muss mit dem Hook kämpfen. Man muss fliegen. Captain! Ist das Smee? Oh, Captain! Er schwimmt bei den anderen Stockfischen, Smee. Oh je, höre ich da ein Tick? Oh, ich eile, Captain, ich eile! Oh, oh. Du jämmerlicher Nichtsnutz! Yay! Ja. Wir haben's geschafft! Und zwar gemeinsam! Danke, Freunde! Kommt! Gehen wir nach Hause! Bleib mir vom Leib, du Rieseneidechse! Oh! Schneller, Smee! Schneller! Schon ganz nett gemacht. So, also hat Abwechslung, Peter Pan's Flight. Aber nicht ganz so easy. Ah, hier habe ich den Mickey bekommen. Nee, nicht alles spielen. So, den Ladescreen habe ich euch wieder rausgeschnitten und dass ich da Escape. Also, ich bin ja aus Versehen nochmal auf alles spielen gegangen. So, wir haben das jetzt geschafft. Jetzt müssen wir nochmal mit Peter Pan sprechen. Was machen wir noch? Ich wusste, du schaffst es. Das ist kinderleicht. Du siehst noch nicht aus wie ein verwunschenes Kind. Vielleicht kannst du andere Kleidung finden. Das würde helfen. Ach, Peter. Tschüss. Und vergiss nicht, dich wie ein verwunschenes Kind zu kleiden. Du hast mir aus der Seele gesprochen. So, jetzt muss ich ein Kostüm kaufen. Wo muss ich denn hin? Da lang? Ja. Geh zu Hook und bitte ihn zu unterschreiben. Sicherheit nicht Nimmerland. Aber es liegt. Sind wir hier richtig? Ein Zauber über diesem Ort. Ja. Da oben. Schön, dass du immer wieder zu uns kommst. Sieh dir unsere Autogrammbücher an. Kleidung. Dir eins. Kostüme. So, einmal, das möchte ich auf jeden Fall mal kaufen. Oh, wie süß. Du hast einen ausgeprägten Sinn für Mode. So, das haben wir. Zurück. Was haben wir denn noch hier so? Cinderella-Kostüm. Oh, ja, ich glaube, das... Ich guck mal, was wir noch haben.
Jessie, Prinzessin. Oh, Prinzessin Aurora ist auch süß. Gucken wir mal. Ariel. Schneewittchen. Oh. Ich glaube, ich kaufe mir Prinzessin Aurora. Ich gucke mal, wie ich drin aussehe. Oh, schaut euch dieses süße Kostüm an. Du hast ja anscheinend alles gefunden. Okay, ich kaufe direkt noch Cinderella. So, wenn wir schon hier gerade dabei sind. Ich möchte ja irgendwann... Ich versuche jetzt in jedem Part dann ein neues Kostüm anzuziehen. Cinderella finde ich jetzt nicht ganz so schön wie Aurora, aber... Du hast einen ausgeprägten Sinn für Mode. So, was haben wir noch, was ich unbedingt hätte? Fischanzug? Nee. Rosetta? Nee. Bell. Schauen wir mal Bell an. Bell ist auch süß. Nehmen wir auch Bell mit. Es ist schön, Kunden mit gutem Geschmack zu bedienen. Ich weiß, danke. So, und was nehmen wir? Nachweis? Nee. Ach, nicht Nachweis. Nasenreis. Ich glaube, Jessie ist auch ganz süß. Schauen wir uns das mal an. Oh ja. Jessie nehmen wir auch noch mit. Du hast einen ausgeprägten Sinn für Mode. Jetzt ziehen wir uns direkt mal um. Und zwar in das Hasenkostüm. Hallo. Achso, ich da weiter. Nee, Space Ranger. Ja, genau, das brauche ich. Bist du mit deins? Ja, bin ich. Habe ich nicht geguckt, was wir noch haben. Aber wir gehen jetzt erstmal mit dem Kostüm. Da oben! Benutze deinen Zauberstab, um das zu sammeln. Da oben. Keine Ahnung. Sollen wir mal. Nee, wir gehen erstmal das Kostüm abgeben und dann machen wir. Natürlich sehe ich gut aus. Aber ich habe noch viel mehr zu bieten. Ich möchte gerne mit dir reden. Genau, zeigen wir noch Peter Pan das Kostüm und dann beende ich hier den Part. Hey, das sieht toll aus. Fast wie ein verwunschenes Kind. Kann ich dir ein Geheimnis erzählen? Ich habe meinen Schatten verloren. Ich weiß nicht wie, aber er haut immer ab. Hilfst du mir, ihn zu finden? Na klar. Jemand so schlau ist, ist das sicher leicht. Auf Wiedersehen! Oh, und sieh bitte nach meinem Schatten! Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part suchen wir Peter Pans Schatten. Sein als du. Pass auf. So, suchen wir Peter Pans Schatten im nächsten Part. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat der Part gefallen hier bei Disneyland Adventures. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!